zum neuen Video. Und wie ihr seht, diesmal zum ersten Mal aus der neuen Werkstatt, die ja nahezu fertig ist. Wir gucken es uns dann nachher noch im Detail an. Aber ich habe jetzt hier in der Ape noch das letzte Puzzleteil für die endgültige Fertigstellung. Da ist nämlich meine neue Motorradhebebühne drin. Schauen wir mal, ob wir die Kiste aufkriegen. Mein Rücken hasst mich jetzt schon für die Idee. Auf jeden Fall ist das die Unterseite, das heißt, das Ding steht auf dem Kopf. Mal schauen. Das ist jetzt der Moment, wo es tatsächlich klüger ist, zuerst einmal die Bauanleitung zu lesen. Genau, weil da müssen nämlich als allererstes mal noch hier die beiden Lenkrollen dran. Und wie ich das richtig gesehen habe, werden die einfach nur hier reingesteckt. Ist noch nicht ganz klar, wie ich das dann halten soll, aber das ist offenbar das, wie das gemacht wird. Schauen wir mal. Drehen wir das ganze Ding mal um. Ein Stab herausgefallen. Schauen wir mal, sieht irgendwie wichtig aus. Jetzt, wo das Ding richtig rumsteht, ist auch klar, wie das hier befestigt wird. So sind nämlich hier diese Pins. Was sagt's denn? Also, das Ding ist jetzt tatsächlich beieinander. Das schaut soweit ganz gut aus. Jetzt würde ich sagen, jetzt räumen wir mal hier den Saustall auf und dann gucken wir uns zusammen die Werkstatt ein bisschen an. Also, wie man sieht, das funktioniert perfekt. Das ist eine schöne kleine Bühne. Genau richtig für Roller, Mopeds. Nimmt nicht zu viel Platz weg und bringt das Ganze auf Arbeitshöhe. Man sieht es jetzt hier mit meinem TPH. Seht ihr auch zum ersten Mal im Video den 50 Euro TPH in seinem neuen Look für den nächsten Winter. Ich habe das Ding, ehrlich gesagt, jetzt einfach mal mit Flüssigkunststoff gestrichen, einfach um das mal gemacht zu haben. Und ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber eigentlich wollen wir uns jetzt die neue Werkstatt angucken. Und da würde ich sagen, machen wir einfach mal einen kleinen Rundgang. Ihr seht ja jetzt hier die ganzen Kleinteile, Schmiermittelschrank, was früher unten im Eingangsbereich von der alten Werkstatt stand. Das ist jetzt hier auch deutlich besser zugänglich. Ganzes Werkzeuglager neben der Werkbank. Und die Werkbank, gut, das ist dieselbe Werkbank wie unten im Keller, nur jetzt allerdings nicht mehr mit diesen Metallschränken drunter, sondern mit einer Holzkonstruktion. Denn das Ding hier, was einmal quer durch den kompletten Raum geht, das ist Teil der Struktur der Scheune. Das ist, wie die Scheune gebaut worden ist, gleich mit eingebaut worden als Hobelbank damals. Und naja gut, das brauche ich nicht und deswegen haben wir das jetzt hier so überbaut. Die Rollcontainer passen trotzdem unten drunter, insofern alles gut. Und man sieht ja, das Werkzeug ist auch, was ich halt, also das Werkzeug, das ich häufig brauche, ist immer noch hier an der Wand aufgeteilt. Und ansonsten, naja, im Grunde sind die Dinge alle die gleichen, wie sie unten waren, nur jetzt ein bisschen anders aufgeteilt. Ihr habt es ja in dem Vorankündigungsvideo gesehen, dass der Raum hier keinen gescheiten Boden hat, das sind nur so grobe Bohlen. Und was wir da gemacht haben, ist, da haben wir USB-Platten verlegt und mit Flüssigkunststoff gestrichen. Das ist ein bisschen was Kontroverses. Da haben einige Leute schon gemeint, ja, das wird nicht halten, das wird nicht funktionieren, das ist ein Klump. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Wenn sich das wirklich nicht bewährt, kann man immer noch was anderes drüber machen. Aber ich denke mal, so hoch ist hier drin die Belastung nicht. Denn
die Roller werden nicht großartig umeinander gefahren hier, sondern eigentlich nur reingeschoben. Und das, was den Boden, glaube ich, am meisten belastet, ist die Bühne. Und da muss ich auch sagen, diese Rollen, die diese Bühne jetzt ab Werk hat, die finde ich ehrlich gesagt nicht besonders gut. Da muss ich mal schauen, inwiefern ich das vielleicht auf 4 Schwerlastbockrollen umrüste. Was ich jetzt hier an dem Raum besonders gut finde, ist, dass ich jetzt endlich mal ein Fenster habe. Einmal zur Durchlüftung und zum anderen ist natürlich Tageslicht was Schönes. Und ich habe das Fenster jetzt mal mit so einer Art Milchglasfolie beklebt, denn im normalen, also das einfach durchsichtiges Glasfenster, hat das furchtbar die Kamera geblendet. Man sieht es auch jetzt noch, wenn ich jetzt vom Fenster wegschwenke, sieht man, wie sich die Helligkeit verändert. Also blenden tut das die Kamera immer noch ein bisschen. Aber es scheint jetzt, wenn man hier auf die Werkbank guckt, zu funktionieren. Das ist etwas, was ich in der Praxis zeigen muss. Das müssen wir dann einfach mal sehen. Auf jeden Fall habt ihr jetzt nochmal den neuen Raum gesehen, in dem wir jetzt dann ab sofort hier die ganzen Werkstattvideos machen werden. Und müssen wir mal gucken. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich hier der eine oder andere stellt, was ist denn eigentlich aus der alten Werkstatt geworden? Naja, die habe ich ja immer noch. Das ist ja der Raum hier ganz genau unter uns. Und das ist jetzt die sogenannte Tiefgarage, beziehungsweise das Lager. Und ich würde sagen, gehen wir jetzt mal runter und gucken uns das mal an. Sieht man eben hier im Eingangsbereich diese beiden Metallschränke, die früher unter der Werkbank waren. Die sind jetzt hier so als kleine Ablage, als kleiner Arbeitstisch für irgendwelche kleineren Arbeiten. Und nun ja, der Raum an sich hat sich ziemlich geändert. Er ist jetzt sehr viel offener als vorher. Ihr seht ja hier, dieser komische Schrank, der da stand, den ich ja vom Vormieter geerbt habe, der ist weg. Das heißt, der ist nicht ganz weg, den haben wir ja klein gemacht und zersägt, wie die Blockleser wissen, und haben unter anderem dieses Regal hier draus gebaut. Seht ihr eben hier? Jetzt die ganzen Kisten, weil normal hat ja jedes Fahrzeug seine eigene Kiste hier bei mir. Das ist ja eben das System, was weiß ich. Beispielsweise hier sind alles Teile für den Malaguti Centro. Hier sind Kisten mit Teilen für den Oveto. Und so weiter und so fort. Das sind alles sauber sortiert. Und jetzt ist es zugänglich, denn diese Kisten waren ja bisher hier hinten, wo jetzt die Verkleidungsteile liegen, einfach nur da reingestapelt hinter dieser Wand. Das war, naja, man hat damit arbeiten können, aber schön war es nicht. So ist deutlich mehr Platz, vor allen Dingen, ich komme an meine Sachen wieder ran. Das war ja hier unten das Hauptproblem. Außerdem ist jetzt natürlich auch wesentlich mehr Abstellfläche, denn ihr müsst mal überlegen, jetzt stehen momentan 1, 2, 3, 4, 5 Roller und 3 Mopeds hier unten. Da kommen dann im Winter kommen noch die PX dazu, kommt der ZIP dazu, kommt der F12 dazu, die jetzt momentan bei mir zu Hause stehen, denn im Winter gefahren wird ja nur der TBH. Dann ist es hier unten wieder voll. Aber es wird trotzdem immer noch möglich sein, dass man sich hier unten bewegen kann. Nicht so, wie es vorher war, dass man 3 Roller hat rausrücken müssen, um an einen Teil ranzukommen. Das war eine Katastrophe. Und genau deshalb, dieser Raum war ja eben nur ein Provisorium. Jetzt ist er als, ja, später nennen es die Tiefgarage, wieder in dem Einsatz, in dem er ursprünglich auch vorgesehen war. Denn, ich hatte das ja in dem Vorankündigungsvideo schon gesagt, dass das, was wir jetzt gemacht haben, dass wir da oben reingezogen sind mit der Werkstatt, das war ja mit dem Vermieter von Anfang an besprochen. Das war von Anfang an so geplant. Und jetzt ist das eben endlich umgesetzt und ich behaupte einfach mal, das ist eine sehr schöne Lösung. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass euch dieses neue Arrangement so gut gefällt wie mir, denn ich muss zugeben, ich persönlich bin extrem glücklich damit. Mir gefällt das wahnsinnig gut und ich freue mich schon richtig auf die schönen neuen Videos, die wir jetzt hier drehen können. Es kommt jetzt, nach diesem Video kommt ein Fahrzeugporträtvideo mit dem F12 und außerdem habe ich schon ein Schraubervideo mit dem Baschasch in der Planung bzw. in der Mache. Da warte ich noch auf ein paar Ersatzteile, die ich glücklicherweise habe kriegen können, denn der Baschasch hat jetzt, wie zu erwarten war, natürlich ein paar kleinere Problemchen entwickelt. Das werden wir dann sehen, das gucken wir uns dann an und dann hoffen wir vor allen Dingen mal, dass wir vielleicht, ich weiß noch nicht genau wann, aber dass wir dieses Jahr vielleicht auch den Ape-Umbau noch angehen können. Die Lokalität dafür haben wir ja jetzt. Und nun ja, in diesem Sinne wünsche ich euch wie immer gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!